Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Mai Haul. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Es kommt ja langsam aber stetig wieder etwas Normalität in unseren Alltag. Ich gehe jetzt auch schon 2 bis 3 Mal die Woche wieder ins Büro. Man kann wieder einkaufen gehen. Die ersten Freizeitparks in Deutschland haben wieder geöffnet. Da war ich ja auch bereits im Phantasialand und im Europapark. Ich verlinke euch gerne auch mal die Videos bei dem E. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Endlich mal wieder rauskommen, Freunde sehen. Natürlich ist es mit Beschränkungen, aber endlich mal wieder was anderes sehen als diese 4 Wände. Obwohl meine 4 Wände auch schön sind. Ja, aber ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Mai-Haul. Ja, ein ganz besonderes Paket hat mich im Mai endlich erreicht. Ich habe, ich glaube, über 6 Wochen auf dieses Paket gewartet. Ich habe es, glaube ich, in meinem März-Haul angekündigt, dass es dann im Nee, doch, das ist im April, dass ich im April-Haul es euch zeige, aber bis dahin war es noch nicht da und ich dachte schon, das Paket ist im Atlantik verschwunden, weil es kam aus Amerika. Aber wegen Corona hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber es ist angekommen, alles heile und ich freue mich so darüber. Das ist wirklich, das sind wunderschöne Sachen. Ihr habt es auch bestimmt schon in meiner Story gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und zwar einmal der Ink and Paint Spirit Jersey mit, also die Anaheim-Version mit Disneyland Resort hinten drauf. Den gab es ja bei Shop Disney im März, aber den habe ich ja verpasst, da ich im Flieger saß von Abu Dhabi zurück nach Deutschland. Und wie man weiß, sind die meisten Spirit Jerseys innerhalb von 1, 2 Stunden komplett ausverkauft bei Shop Disney. Und er kam auch leider nicht mehr nach. Und ich war wirklich sehr, sehr traurig darüber. Ich sehr geknickt. Und dann habe ich alles Mögliche versucht, um an diesen Spirit Jersey zu kommen. Dann habe ich mir mit noch ein paar anderen Sachen, mit noch ein paar anderen Leuten was bei Shop Disney in USA bestellt. Ist dann zu einer Freundin schicken lassen und die Freundin hat es dann nach Deutschland geschickt. Ja, ein bisschen umständlich, aber ich habe ihn endlich. In Amerika hat er auch, glaube ich, etwas mehr gekostet als in Deutschland. Ich glaube, der hat sogar schon $70 gekostet. Aber beim Online-Shoppen kommen auch nicht die Steuern dazu, soweit ich weiß. Ist ein bisschen kompliziert in Amerika. Auf jeden Fall, ich bin so happy darüber, egal was es gekostet hat mit Versand und wir haben da noch Zoll bezahlen müssen. Das ist aber auch nicht so viel. Ich glaube 23 Euro für das ganze Paket. Ich weiß auch nicht, wie die das berechnen. Auf jeden Fall bin ich sehr happy. Und da passend dazu musste ich mir natürlich die Ohren bestellen. Ja, die Ink and Paint Ohren, die sind natürlich sehr speziell. Ich habe schon wieder vergessen, mit den Ohren anzufangen. Das mache ich gleich. Die sind sehr speziell, die Ohren. Mit den 2 Pinseln oben drauf, aber die passen super zum Spirit Jersey. Und wenn ich irgendwann mal wieder auf ein Disney-Schiff kommen sollte, da gibt es ja dieses Animators-Restaurant und das passt dann perfekt, dieses Outfit. Ich kann es kaum erwarten, wenn ich wieder auf einem Disney-Schiff bin und es dann tragen darf. Die Ohren waren, glaube ich, auch $30. Das ist ja bei den Öhrchen in Amerika ein bisschen teuer. Und da waren noch ein paar Ohren drin in dem Paket. Ja, und ich glaube, das ist wirklich das teuerste Paar Ohren, was ich besitze jetzt. Und zwar zu Beginn des Flower and Garden Festivals in Epcot gab es einen Künstler, John Couture, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat ein Künstler, also ein Maler, Ohren designt und ich fand sie so schön, aber die waren auch etwas teurer. Also $50 haben sie nur die Ohren gekostet. Schon teuer für Ohren, aber sie sind wirklich wunderschön. Und zwar sind das diese Ohren. Ihr habt Mickey und Minnie in so einem Oldschool-Look. Die Blumen hier vorne drauf, die Schleife hinten habt ihr dann so einen gestreiften Look. Also es ist wirklich ein super schönes Paar Ohren. Was ich auch schön finde, ist, dass dieses Etikett durchsichtig ist. Das hasse ich ja bei den ganzen Disney-Ohren, dass das Etikett weiß ist und dann eigentlich will ich das auch nicht abschneiden, weil man dann die Originalität daran erkennt. Aber das zum Beispiel auch bei den Ohren, das Etikett ist ja 5 Meter lang. Das kannst du ja nicht mal fünf, das kannst du auch nicht mal 5-mal drum wickeln. Das sieht ja kacke aus. Habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich bin sehr happy. Das könnten sie sich mal überlegen, für die ganzen anderen Ohren so ein durchsichtiges Etikett dran zu machen, weil das sieht man dann auch nicht auf Fotos, wenn man das so einklappt. Ja, also es ist eine Limited Edition gewesen. Erst gab sie es nur in Epcot, dann wurden sie online released bei Shop Disney, als die Parks dann zu hatten im März.
Und da musste ich zuschlagen, auch einige von meinen Disney-Kollegen, Disney-Freundinnen haben sich die auch bestellt, mitbestellt. Deswegen hatten wir am Ende, glaube ich, insgesamt 4 Paar von denen. Ja, zum Glück durfte man so viel bestellen, obwohl es eine Limited Edition war, aber ich bin sehr happy darüber. Ja, was steht hier noch drauf? For Disney Parks Limited Release Adults. Und da die schönen Ohren kommen in so einem schönen Stoffbeutel, was ich auch sehr speziell finde. Da steht Disney Park Designers Collection Limited Release. Also, ja, ich drapiere ja meine Ohren immer da oben. Ich weiß noch nicht, ob ich sie aufhänge. Ich denke schon, aber der Beutel ist trotzdem sehr schön. Und hier ist noch ein Zertifikat of Verification designed by. Ich kann das nicht lesen. Das ist eine Unterschrift. For Disney Parks. Limited Release. Also ich bin sehr happy da. Auch wenn sie schweineteuer waren im Endeffekt mit allem drum und dran, was noch dazu kam. Sie sind sehr speziell und nicht viele Leute auf dieser Welt haben diese Ohren. Ja, machen wir direkt weiter mit Limited Releases. Mit den Ohren, die ich auf dem Kopf trage. Ich habe sie wieder bekommen. Im Mai. Die Minnie Mouse Main Attraction Ohren. Habe ich bekommen. Die Tiki Room Ohren sind das und ich finde sie auch super schön. Es gibt den Tiki Room ja nicht in Disneyland Paris. Da muss ich ja mal schauen, wenn das Disneyland Paris wieder offen hat, wo ich das Foto dann mache. Wahrscheinlich vor dem Robinson Tree, weil das auch so ein bisschen dschungelmäßig aussieht. Aber ich finde sie wirklich sehr schön. Sie schreien nach Sommer, Tropical, Dschungel. Man hat so 3 Federn auf dem Kopf. Die wackeln dann auch so schön. Manchmal sehe ich sie, wenn sie nach vorne fallen. Aber sie sind wirklich wunderschön. Ich bin sehr happy, dass ich sie bekommen habe. Mal wieder. Ich war sehr glücklich. Und ja, was haben sie gekostet? Wie immer 35 Euro ohne den Versand bei Shop Disney. Und ich freue mich jetzt schon. Also ich habe ein bisschen Angst vor Juni, weil ich weiß, dass diese Peter Pan Kollektion oder ja, Peter Pan Kollektion sehr beliebt ist. Auch diese Ohren sind wunderschön. Also dieses dunkle Nachtblau ist einfach wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, sie in den Händen zu halten, wenn ich sie bekomme. Betet mit mir, drückt mir alle Daumen. Dann hätten wir das halbe Jahr schon geschafft, wenn ich die bekomme. Dann sind es nur noch 6 weitere Herzinfarkte. Na, jetzt sind es noch 7 weitere Herzinfarkte. Ja, mit was machen wir weiter? Ja, machen wir mal weiter mit dem Ostergeschenk. Ja, ich weiß, es ist Mai und Ostern war im April. Aber meine Freundin und ich konnten uns ja nicht sehen an Ostern, wegen Corona. Und dann haben wir uns jetzt im Mai gesehen und uns dann nachträglich beschenkt. Ja, ich zeige euch jetzt nur die Disney-Sachen, die sie mir geschenkt hat. Die anderen Sachen lasse ich außen vor. Und zwar hat sie mir, also ich habe mir eigentlich, um dazu zu sagen, glaube ich, 2 oder 3 Dosen von dieser Tupperware-Prinzessinnen-Kollektion im Prinzip bei ihr bestellt, weil sie Kontakte zu Tupperware hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bestell mir 2 von den Dosen. Es gibt ja insgesamt 5. Und sie hat mir dann die anderen gekauft, im Prinzip als Geschenk. Deswegen habe ich jetzt alle 5 Dosen der Prinzessinnen-Kollektion. Es gibt, ich hätte mir sie auch größer vorgestellt als auf dem Bild, aber es gibt Ariel. Es gibt Cinderella. Es gibt Jasmin. Schneewittchen. Das muss ich erstmal genauer hingucken. Und Belle, meine Lieblingsprinzessin. Ich glaube, eine Dose, wenn ich mich jetzt gut erinnern kann, hat 10 Euro mit so einer Flasche gekostet. Aber sie hat irgendwie verhandelt und die restlichen 3 ohne Flasche bekommen. Weiß, wie auch immer. Ja, also wie gesagt, sie sind sehr klein, aber ich denke mir, sie sind ganz gut, wenn man so unterwegs ist im Park. Oder auch so im Alltag, da kann man dann hier so Blasenpflaster reintun oder Haarspangen oder ein bisschen Make-up. Also finde ich schon ganz praktisch und im Haushalt kann man die bestimmt auch gut gebrauchen für so Nähutensilien oder irgendwas. Also das muss ich mir noch einfallen lassen. Aber ja, das war ein Part von ihrem Geschenk. Moment. Dann hat sie mir, das hatte ich auf meiner Amazon-Wunschliste, dieses Buch hier gekauft, As Old as Time, A Twisted Tale, What If Belle's Mother Cursed the Beast. Es ist auf Englisch, das ist eine Geschichte von Schön und das Biest, aber anders erzählt von dem Autor. Wie gesagt, das heißt What If Belle's Mother Cursed the Beast. Also,
was ist, wenn Bells Mutter das Biest verflucht hat? Und es ist auch relativ dick. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, aber ich finde diese Twisted Tale Bücher sehr interessant. Und ich habe auch noch einige auf meiner Amazon-Wunschliste. Und ja, ich gucke mal, wann ich dazu Zeit habe, das Buch hier zu lesen. Und das letzte Teil, was sie mir von Disney geschenkt hat zu Ostern, ist diese süße Dumbo-Tasse. Sie ist wirklich sehr süß. Also hier steht Dream Big drauf, habt ihr Dumbo. Sie ist leider nicht spülmaschinenfest, ich vermute wegen der Goldaufschrift hier. Aber gut, dann muss ich halt eine Tasse mit der Hand spülen. Oder ich benutze sie als Deko-Zweck. Ich schau mal. Machen wir weiter mit Geschirr, wenn wir schon dabei waren. Und zwar habe ich mir noch Teller gekauft bei Elbenwald. Ich habe aber auch gehört, die gab es bei EMP. Das hat mir Daniel gesagt. Er hat sie auf jeden Fall bei EMP bestellt. Und zwar Prinzessinnen-Teller. Und die sind spülmaschinenfest, deswegen habe ich sie mir bestellt. Und zwar einmal Schneewittchen als Teller. Ich weiß gar nicht, was sie gekostet haben. Muss ich nochmal nachschauen gleich. Cinderella. Und falls es die noch gibt, verlinke ich euch es in der Infobox. Entweder bei Elbenwald oder bei EMP. Ich schaue dann mal. Ariel. Auch ein sehr schöner Teller. Mal aufpassen, dass hier nichts kaputt geht. Und als letztes Jasmin. Ja, also es sind wirklich sehr schöne Teller, wie ich finde. Also die Designs auf den Tellern und auch, dass die spülmaschinenfest sind. Ist wirklich schön. Jetzt muss ich mal nach dem Preis schauen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich mal um mein Handy spicken. Einen Moment. Also die Teller haben 25 Euro bei Elbenwald gekostet. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel bei EMP bestellt oder seht, dann könnt ihr die Codes von meinen ganzen Disney-Freunden benutzen. Da kriegt ihr dann nochmal 15% drauf. So, dann habe ich mir eine schöne Tasche bei QVC gekauft, ja. Und zwar Danielle-Nicole-Tasche im Pocahontas-Look. Ich habe ja die bereits angehabt jetzt im Phantasialand, da ich ein Pocahontas-Bound gemacht habe. Und ich fand, es sah sehr süß und super und schön aus, wenn ihr das Video gesehen habt. Ja, also ich bin sehr verliebt in diese Tasche. Sie hat auch eine perfekte Größe für Geld, Handy, Autoschlüssel, was man sonst so noch dabei hat. Ich habe ja eh immer noch so einen großen Rucksack dabei, wenn ich in Freizeitparks unterwegs bin. Und zu dem Bound hat sie echt super gepasst. Die hat jetzt 30 Euro gekostet bei QVC. Die war reduziert und die gibt es auch noch, soweit ich eben gesehen habe. Also wenn ihr euch die auch nachkaufen wollt, einfach zu QVC. Dann habe ich auch in meiner Story gezeigt, gab es Donald-Schuhe bei Zalando. Und zwar, ich habe jetzt wirklich nur ein Paar behalten. Es gab drei verschiedene Farben. Es gab Rot, Weiß und Blau, so ein Jeanston. Weiß habe ich nicht behalten, da ich so viele weiße Sneaker schon habe. Rot, da war ich auch unschlüssig, aber also ich habe noch nicht rot, ganz rote Sneaker. Aber ja, also ich habe so viele Sneaker, dann dachte ich, okay, behältst du nur die blauen, neben dem Jeans-Look, und zwar das sind die hier. Die haben jetzt kürzlich im Sale 35 Euro gekostet. Falls es die noch gibt, packe ich euch den Link unten in die Infobox. Und zwar, ja, das sind diese Schuhe, die haben hier so einen durchsichtigen Teil. Ich hoffe nicht, dass der irgendwann vergilbt oder schnell vergilbt. Der geht einmal um den Schuh rum. Dann habt ihr an der Seite hier Donald, dann sein Geburtsjahr und hier hinten habt ihr noch so einen kleinen Anhänger. Also ich finde sie wirklich sehr süß in so einem Jeans-gestreift-Look. Und ja, wie gesagt, die gibt es noch in Weiß und in Rot. Am Anfang des Monats ist ja die Cinderella-Kollektion bei Aldo veröffentlicht worden. Und da habe ich ja auch zugeschlagen. Habt ihr auch schon in meiner Story gesehen. Und ich habe auch schon einige Bilder gepostet mit den Sachen. Und zwar einmal diese Tasche. Ja, es ist eine Tasche. Auch wenn sie ganz klein aussieht. Da passt auch nicht viel rein. Also ich mache sie mal auf, wenn ich das jetzt hinkriege. So, also das ist der Inhalt der Tasche. Da passt vielleicht ein paar Geldscheine rein, eure Kontokarte und das war's. Also ein Schlüssel wird schon schwierig. Aber ich finde sie wirklich wunderschön, das Design von der Tasche als Buch. Mit den Mäusen hier vorne drauf, mit dem Glitzer. Ich habe mich wirklich sehr verliebt in die Tasche. Die hat einen goldenen, Henkel, goldenes Band. Und hat 50 Euro gekostet. Dann habe ich mir aus der Kollektion, ihr seht schon, ich habe die ganze Zeit die Ohrringe in der Hand, diese Tasche auch noch mitbestellt.
Die gab es auch in verschiedenen Farben, in Silber, in Pink, in Gelb, Blau. Ich glaube, das war's. Ah, ne, Rosa gab es auch noch. Ich habe mich jetzt für die Blau-Variante entschieden, da ich auch so ein blaues Cinderella-Kleid habe von EMP und dachte, das passt wirklich sehr gut dazu. Ihr habt hier einen kleinen Schuh. Man kann die aufmachen, man hat da innen drin noch so ein kleines Täschchen drin, wo auch noch Cinderella draufsteht. Und man nicht sieht, was man dann in der Tasche hat. Finde ich auch eine sehr schöne Tasche, auch perfekte Größe und hat im Prinzip hier den kleinen Henkel und einen langen Henkel, um es Crossbody zu tragen. Habt ihr bestimmt auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, die Schuhe gesehen, diese Glas-Slipper. Die habe ich für ein Foto benutzt und zurückgeschickt. Die waren so unbequem. Also ich bin hier zu Hause damit rumgelaufen. Erstmal sind die Füße vorne so eingequetscht gewesen. Wurden kaum durchblutet. Das hat man dann gesehen, weil der Schuh ja durchsichtig war. Das sah nicht schön aus. Und sie waren dazu noch unbequem. Also man hätte sie vielleicht ins Regal stellen können als Deko. Aber für 100 Euro ein Dekoschuh musste jetzt nicht sein. Aber ich habe mir noch die Ohrringe hier bestellt. Da zeige ich euch jetzt auch hier mal ein Bild von Namen. Und zwar diese Uhr-Ohrringe. Also die sehen aus wie so eine Uhr. Die haben hier die Zeiger, nicht die Zeiger, die Zahlen von der Uhr in der römischen Schrift. Und sind groß, also die hängen dann so und sind schon relativ groß. Aber ich finde sie auch ein bisschen sehr besonders. Und deswegen habe ich sie auch behalten. Die Ohrringe haben meines Wissens 25 Euro gekostet. Ja, Shop Disney mache ich dann wieder am Schluss, bevor es zu Shop Disney geht. Ja, bei Shop Disney habe ich auch wieder gefühlt fünfmal bestellen müssen. Aber ich war im Primark mal wieder, ja. Er hat wieder offen und ich habe im Primark wieder zugeschlagen. Und so war ich einmal in Bonn im Primark und einmal in Köln. In Bonn habe ich mir hier dieses Simba-T-Shirt mitgenommen. Finde ich ganz süß, entweder für die Lion King and Jungle Festival Season im Disneyland oder halt für zu Hause auch zu tragen, finde ich es ganz süß. Und ich habe es mir in S geholt, weil es kein M mehr gab, aber die fallen relativ groß aus, finde ich. Und das hat 6 Euro gekostet. Dann das zweite Teil aus Bonn. Ich habe mir nur drei Sachen in Bonn gekauft. Das gab irgendwie nicht viel Neues. Es kommt wohl neue Sachen, hat die Verkäuferin mir gesagt. Aber dann habe ich mir hier dieses Nachthemd geholt. Das fand ich richtig süß mit allen Charakteren drauf. Also, wie gesagt, es ist halt ein Nachthemd, obwohl ich nicht so gerne Nachthemden trage, weil ich gerne immer noch so eine Hose anhabe. Aber die kann man ja trotzdem drunter ziehen. Und das Nachthemd hat 7 Euro gekostet. Ich merke gerade, der Haul ist gar nicht so klamottenlastig diesmal. Ist eher so Taschen und Krimskrams. Also, ja, der Spirit Jersey von Anfang an, dann zeige ich euch noch gleich einen Pulli. Und jetzt das von Primark. Aber so viel Klamotten habe ich diesmal gar nicht geshoppt. Ist auch mal was. Dann in Bonn habe ich mir noch diese Slipper hier geholt. Ich habe jetzt die gleichen, also so ähnliche Slipper in Schwarz schon aus dem Primark und ich finde die sehr praktisch, weil ich einen oben auf der Terrasse, also für die Terrasse, immer vor der Tür stehen habe. Und die hätte ich jetzt gern hier für unten oder jetzt im Haus zu tragen im Sommer als Hausschuh, weil ich die wirklich sehr bequem finde und ganz süß. Und sonst trage ich immer so flauschige, gefütterte Hausschuhe. Und im Sommer ist das ein bisschen warm. Deswegen finde ich die ganz toll und praktisch. Und die haben 8 Euro gekostet. Dann habe ich ja eben erwähnt, dass wir auch noch in Köln waren. Wir, Brina und Angie waren dabei. Wir waren nämlich im Instagram-Museum, was sehr viel Spaß gemacht hat. Toppings heißt das, glaube ich. Toppings Pop-Museum. Also nicht dieses Super Candy, sondern das andere. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir noch was essen gegangen in der Stadt und waren im Primark. Und was ich mir da gekauft habe, ist einmal dieses Paar Ohren. Also ich habe bisher noch kein Paar aus dem Primark, weil ich die immer zu klein fand oder nicht schön verarbeitet fand. Aber ich muss sagen, bei dem bin ich sehr begeistert. Für 4 Euro, die sehen aus wie aus dem Disneyland, finde ich auch von der Größe her sind sie. Also wie die Originalen, wenn ich die jetzt mal anhabe. Und den Stil habe ich noch nicht mit diesen Punkten. Und für 4 Euro dachte ich, komm, die musst du mitnehmen. Dann habe ich mir zwei Sets Ohrringe gekauft. Ich packe euch auch jetzt noch ein Bild rein. Das ist jetzt ein bisschen doof zum Zeigen. Jetzt haben sich die hier verheddert. Hier habt ihr drei Paar Kreolen mit Mickey, Minnie unten dran. Und hier habt ihr. Ja, tschüss.
Hier habt ihr im Prinzip 6 Stecker. Oben für, wenn ihr noch zweite Ohrlöcher habt, normale Stecker. Und dann unten noch Mickey-shaped Stecker. Das ist beides in Gold. Und das hat jeweils 3 Euro gekostet. Dann habe ich mir hier diese Umhängetasche mitgenommen. Das ist so ähnlich wie eine Bauchtasche, nur dass man sie umhängt. Ich demonstriere euch das mal. So. Im Prinzip trägt man die dann so, hat dann hier vorne alles, was man braucht. Finde ich auch sehr praktisch. Und es ist auch sehr viel Platz drin. Und das ist mal was anderes als eine Bauchtasche, aber ich finde trotzdem echt cool. Und die hat 12 Euro gekostet. Dann habe ich noch 2 Sachen aus dem Primark in Köln. Und zwar einmal einen Handspiegel. Das sieht man jetzt nicht mit den Prinzessinnen vorne drauf. Da ist auch so ein Glitzer drin. Für 3 Euro fand ich ganz süß und praktisch, wenn man jetzt unterwegs ist. Ja, kann man lassen. Und dann, Daniel hat dazu gesagt, Flocati-Teppich. Habe ich mir hier so einen Langhaar-Mickey-Mouse-shaped Teppich gekauft. Natürlich aus Kunstfell, also ist kein echtes Fell. Hätte ich auch nicht gedacht im Primark. Der hat 18 Euro gekostet, der verliert aber noch ganz schön viele Haare. Und gleich habe ich sie wieder alle im Mund und muss husten. Aber ich finde ihn sehr süß und passt super in mein Ankleidezimmer. Aber er ist noch sehr haarig. Ich hoffe, das hört irgendwann auf. Aber den gab es noch in Grau. Und ich habe gehört, den gab es mal in Schwarz. Also, erstmal entfusseln. Ihr werdet jetzt noch 3 Baby-Yoda-Versionen finden, die jetzt bei mir eingezogen sind. Jetzt kommt langsam das Ganze, was ich vorbestellt habe, das Baby-Yoda-Merch. Und ja, einmal kann ich euch hier den Kameraden zeigen. Ja, der ist aus Pappe. Also, aus Pappe. Steht jetzt hier in meinem Ankleidezimmer, ist relativ groß, wie ihr seht. Und den habe ich bei Zavi bestellt und der hat nur 20 Euro gekostet und ich finde den irgendwie süß. Der steht jetzt hier in meinem Ankleidezimmer und wartet immer, bis ich reinkomme. Ja, auch gut für Fotos, wenn man sich irgendwann trifft mit den anderen, glaube ich, ist das echt eine super Idee. Ja, das ist der erste Baby Yoda, der noch bei mir eingezogen ist im Mai. Und dann machen wir weiter mit Shop Disney, weil da habe ich die anderen 2. Zeige ich euch auch direkt. Und zwar einmal die... Oh, jetzt habe ich die... Oh, das Fell in der Nase. Oh, es juckt. einmal hier diese Plüschversion. Ihr seht, die ist relativ klein. Und für die Größe auch relativ teuer. Jetzt geht hier schon der Faden raus. Aber irgendwie finde ich ihn doch süß. Die Meinungen sind umstritten um diesen kleinen Yoda. Aber ich finde ihn wirklich sehr süß. Und als Baby-Yoda-Fan musste ich ihn einfach haben und auch behalten. Den Preis sage ich euch gleich im Vergleich, wenn ich euch den anderen zeige. So, und das ist jetzt sein großer Bruder, der vor kurzem hier eingezogen ist. Und oh, ist der süß. Ich habe ihn ja schon auf mehreren Videos und Bildern gesehen, weil der Release in Amerika früher war. Und jetzt, ja, das ist der Vergleich. Kleiner Bruder, großer Bruder. Der hat 31 Euro bei Shop Disney gekostet und der hier kostet 40 Euro. Also für 9 Euro, finde ich, ist der, also für 9 Euro mehr, ist das hier, also wenn ihr euch entscheiden müsstet, der bessere Deal, finde ich. Weil der halt einfach süßer ist, er ist größer, der Kopf und die Hände sind aus Plastik. Und der Bauch ist weich. Ja, er hat keine Beine, muss man dazu sagen. Ist halt hier so ein Sack. Aber wenn man das Kleidchen hier drüber zieht, dann sieht man das gar nicht. Der hier hat Beine. Ich weiß nicht, warum der keine Beine hat. Wahrscheinlich, weil er dann besser stehen kann. Und einfach schaut euch dieses süße Gesicht an. Ich bin ja sehr verliebt in diesen. Und der begleitet mich jetzt auch schon des Öfteren mal unterwegs für Fotos und so. Also er ist wirklich zuckersüß. Was er auch machen kann, schaut mal. Moment. Whee! Ja, der hat auch Spaß hier. Ja, das ist mein neues Baby. Zu Hause angekommen. Dann gab es ja auch noch einen neuen Schlüssel bei Shop Disney. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wann bestellt habe. Es war immer überall irgendwas dazu. Und zwar der Star Wars Schlüssel. Da zeige ich euch jetzt auch hier noch mal ein größeres Bild. Der wurde am 4. Mai veröffentlicht. Im Prinzip May the 4th be with you war es ja dann. Also May the 4th, Mai der 4.
War dann der Gig im Prinzip. Genau, also das war der Star-Wars-Schlüssel. Den gibt es ja gratis dazu, wenn ihr irgendwas um die 20, 25 Euro bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu bestellt habe. Ich zeige euch jetzt einfach alles, was ich hier noch liegen habe. Einmal den Chip and Dale Schmuckhalter. Auch sehr süß. Viele sagen, dass sie das Gelb zu extrem finden hier bei der Erdnuss. Die hätte brauner sein müssen. Ja, gebe ich zu, aber so in echt finde ich es eigentlich auch ganz süß gemacht. Hier kann man dann im Prinzip Ohrringe reinhängen oder Stecker reinmachen und hier unten dann so Ringe, Ketten reinlegen. Wofür ich ihn benutzen werde, auf meinem Ankleidetisch werde ich ihn hin, also auf meinem, da auf dem Tisch werde ich ihn hinstellen, weil ich des Öfteren etwas faul bin, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit oder sonst woher, den Schmuck wieder da reinzuräumen, wo er hingehört, dann schmeiße ich ihn im Prinzip eigentlich erstmal auf den Tisch. Und so werde ich ihn erstmal in diese Schmuckschale schmeißen. Und dann, wenn ich irgendwann Lust habe, es wieder wegräumen, wo es hingehört. Ja, der Chip and Dale Schmuckhalter hat 20 Euro gekostet. Ich merke schon, es ist wieder ein langer Haul. Dann habe ich einige Pins bestellt. Ich bin ja nicht der Pinsammler, aber bei der Kollektion dachte ich, komm, schlägst du mal zu. Und zwar einmal die Animators Collection. Das ist im Prinzip eine Mystery Collection. Das heißt, man weiß nicht, welchen Pin man bekommt. Man sieht, welche Auswahl es gibt von 4 Stück. Und 2 sind grau gehalten. Da sieht man auch nicht genau direkt, was es ist. Ich habe aber Glück gehabt und habe beide grauen sogar bekommen. Ich hatte einen doppelt. Und zwar die Jasmin. Den bekommt dann die liebe Jessie. Und ich habe auch Tinkerbell bekommen. Und das wird die liebe, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Xaribel bekommen. Die ist nämlich ein großer Tinkerbell-Fan. Und dann dachte ich, okay, zeige es im Haul, mache ich ein Bild von und dann schicke ich es dir. Und dann kriegst du den Pin, weil sie wirklich einer der größten Tinkerbell-Fans ist, den ich kenne. Ist jetzt schwierig. Jetzt war es aber kurz hell. Ist jetzt schwierig, euch zu zeigen. Ich blende euch Bilder ein. Ein Pin hat 8 Euro gekostet und ich habe einmal Aurora. Ich muss die wieder immer alle einpacken. Dann, wie gesagt, Jasmin hatte ich doppelt, aber Jasmin ist auch sehr süß. Dann, ich glaube, der eine Mulan-Pin ist noch in der Küche. Also der eine aus der Packung, der runde, ist der Mulan-Pin und der andere graue ist Tinkerbell. Und zwar, das ist der Tinkerbell-Pin für Xaribel. Den kann ich ihr dann gleich schreiben. Ich habe das Foto gemacht und meinem Haul gezeigt. Jetzt kann ich ihn ihr schicken. Ja, dann gab es noch einen vierten mit Mulan drauf. Der liegt jetzt noch in der Küche. Blende ich euch aber jetzt hier ein Bild ein. Dann muss ich ihn jetzt nicht extra holen. Dann habe ich mir noch aus der Mystery Pin Serie die Filmkollektion bestellt. Und zwar davon habe ich dann 3 Stück und ich hatte kein Doppelt, hatte ich auch sehr Glück. Da gab es auch 4 auf dem Bild und 2 Mystery Pins. Und zwar habe ich jetzt einmal Schön und das Biest, das war auch auf der Packung drauf. Darüber bin ich sehr glücklich, das ist ja mein Lieblingsfilm. Dann Aladdin war auch auf der Packung drauf. Ja. Und der letzte war, glaube ich, dann ein Mystery Pin. Und zwar Pocahontas. Passt auch gut zu meiner Tasche, finde ich dann. Ja, also ich hatte, wie gesagt, in den beiden Kollektionen nur ein Doppel. Das war der Jasmin Pin. Also hatte ich echt Glück. Und die haben auch 8 Euro gekostet. Jetzt habe ich hier irgendwie nur eine Sticker-Kollektion bekommen bei Shop Disney. Irgendwie machen die manchmal 2 Packungen rein, manchmal gar nichts. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber die mache ich jetzt mit euch auf. Und zwar habe ich einmal Cinderella, das Glitzer-Sticker, Belle. Oh, ist auch ein schönes Bild von Cinderella mit der guten Fee, Rapunzel und Schneewittchen. Die hatte ich jetzt auch schon mal doppelt. Naja, aber ist eine sehr schöne Karte. So, jetzt zeige ich euch 4 Tassen. Ich habe Tassen bestellt. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich keine Tassen mehr so viel bestellen möchte, weil ich keinen Platz mehr habe. Aber bei denen müsste ich wirklich zuschlagen, weil die so schön sind. Und zwar eine davon ist auch eine Disney Animators Tasse. Die hat 13 Euro gekostet, aber die 4 Tassen, die ich euch jetzt zeige, gab es als Angebot bei Shop Disney. Wenn man 3 oder 4 bestellt, kriegt man 20% Rabatt im Prinzip auf alles.
auf die 4 Tassen. Deswegen finde ich, ist ein ganz guter Deal, wenn ihr euch das überlegen wollt. Achtet immer dann drauf, was da so steht bei Shop Disney. Ja, also einmal die Animators-Tasse mit Aurora, was haben wir hier noch? Moana, Tinkerbell und Pocahontas. Also wirklich eine sehr süße Tasche. Und ich finde auch das Detail hier unten, jetzt kann ich nicht die andere Hand loslassen, wo ich die Kartons hier festhalte. Sonst macht gleich Krieg. Ist aus Holz. Finde ich auch ein sehr schönes Detail. Das ist Tasse Nummer 1. Und die anderen Tassen sind im Prinzip aus einer Kollektion. Und zwar, da gibt es auch noch eine 4. Die gibt es aber nicht in Deutschland, nur ein bisschen in den USA. Und zwar einmal Aurora. Auch sehr groß, finde ich, die Tasse, aber für zum Tee trinken oder so einen großen Tee zu trinken, perfekte Größe. Ich liebe ja Tee trinken. Hinten steht drauf Dreaming Happily Ever After. Eine sehr schöne Tasse. Dann eine weitere aus der Kollektion. Gleich Shepherds. Schöne und das Biest musste sein. Das ist mein Lieblingsfilm. Und hinten steht Open Your Heart to New Adventures. Hat auch 13 Euro, also der Originalpreis war 13 Euro. Ich habe, wie gesagt, das Angebot genutzt mit den 20%. Und die 3. Tasse ist Ariel, auch sehr schön. Da sind die Pärchen vorne drauf und hinten steht Follow Your Heart. Auch, also alle 3 Tassen sind super schön und die 4., wie gesagt, ist Aladdin. Aber die gibt es bisher nur in den USA. Nicht mehr viel, Leute, nicht mehr viel. Es neigt sich dem Ende, es sind noch 4 Sachen von Shop Disney. Einmal dieser Krug, ich weiß nicht, es ist ein Utensilienhalter, wie sie es bei Shop Disney genannt haben. Der hat 15 Euro gekostet, kann man jetzt in die Küche stellen, da kann man da so Kellen reintun und Vorleger und was man so in der Küche stehen hat. Oder auf dem Schminktisch für Pinsel, ist aber ein bisschen groß für Pinsel, oder man benutzt ihn einfach als Vase. Ich werde ihn wahrscheinlich als Vase benutzen, weil wir keine Utensilien in der Küche so stehen haben, weil ich finde, das staubt irgendwann ein und fettet ein. Deswegen wird es wahrscheinlich eine Vase werden, aber es ist sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich dann künstliche reinmache oder mir echte kaufe. Ich gehe heute in den Dekoladen, da schaue ich mal. Aber ja, finde ich ein sehr schönes Hidden Mickey Detail, weil man sieht es auch nicht von Weitem. Man sieht halt ein Muster aus, aber man sieht nicht direkt die Mickey-Köpfe. Deswegen kann ich das auch in der Wohnung aufstellen, da sieht das mein Freund nicht direkt. Das nächste, was ich mir gekauft habe, ist dieses Sleeping Beauty Notizbuch. Für ein Notizbuch ist es schon sehr teuer. Es hat nämlich 28 Euro gekostet. Das habe ich, glaube ich, mit dem Schlüssel bestellt. Ja, aber ich finde es so schön verarbeitet. Ich werde es auch nicht als Notizbuch benutzen. Ich werde es hauptsächlich nur als Deko benutzen und für Fotos. Ich habe auch schon Fotos damit gemacht als Aurora, als Sleeping Beauty. Und hier vorne ist das Gleiche, gibt es ja auch im Disneyland Paris. Da haben wir uns mit Daniel und Brina auch schon überlegt, schöne Fotos zu machen im Disneyland, wo das echte Buch dann liegt und so. Damit wir, ja, ich wollte jetzt nicht verraten, was wir dann machen. Das müsst ihr dann sehen, wenn der Park wieder offen hat. Auf jeden Fall das Sleeping Beauty Buch. Wie gesagt, ist eigentlich ein Notizbuch. Hier zwischendurch sind auch noch so Story Art, heißt das so. Wo dann Teile der Geschichte verarbeitet, also abgebildet sind. Ich habe heute irgendwie auch einen Sprechfehler. Aurora hier an der Seite, hier habt ihr, das ist Gold. Also es ist wirklich sehr schön verarbeitet. Ich weiß nicht, wer das als Notizbuch benutzen würde. Das ist erstmal riesig und, also ich weiß nicht, vielleicht so als Fotobuch oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber bei mir wird es hauptsächlich Deko sein und hier hinten habt ihr noch ein schönes Bild von Aurora und Prinz Philipp. Ja, and they lived happily ever after. Mhm. Also es gab das noch mit Cinderella und Snow White, aber ich fand jetzt Sleeping Beauty am schönsten. Und kommen wir zu den letzten 2 Artikeln. Das war auch ein Krampf, die zu bekommen. Alter Schwede. Es war, die wurde ja angekündigt, die Tinkerbell-Kollektion. Und ich weiß nicht, was an dem Tag bei Shop Disney los war. Die hatten so Serverprobleme gehabt. Also das war unnormal. Also ich wollte mir eigentlich nur den Pulli bestellen. Aber dann dachte ich, ach komm, die Tasche ist jetzt nicht so teuer für eine Handtasche. Bestellst es auch. Ich habe jetzt hier extra die Preise noch behalten, weil ich die schon oft getragen habe, die Sachen. Einmal die Tinkerbell Handtasche in einem Korall-Look. Ich muss sagen, ich liebe die Farbe. Die Henkel und die Accessoires sind alles Gold. Jetzt muss ich mal gucken. Die Tasche hat 38,90 Euro gekostet. Also ist wirklich
sehr groß und schön und die Farbe perfekt für den Sommer. Und auch hier drin habt ihr, ist noch alles mögliche drin, Taschentücher und Lippenstift, weil ich, wie gesagt, die schon dabei hatte oder getragen habe. Und hier drin habt ihr so ein florales Tinkerbell-Muster. Finde ich auch sehr, sehr schön. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es keinen Reißverschluss gibt. Es gibt zwar einen Knopf, wo man es zumachen kann, aber so ein Reißverschluss oder so eine separate Tasche wäre schon schön gewesen. Und wie gesagt, dazu gab es den passenden Tinkerbell-Pullover. Auch in so einem Korallton. Finde ich auch sehr schön in diesem Gold. Der riecht so nach Parfüm. Hat den ja auch schon öfter an. Und der hat 42 Euro gekostet. Und an diesem Tag, anscheinend weiß ich nicht, ob so viele die Kollektion wollten oder Shop Disney irgendwie Probleme hatte mit ihrem Lager. Dann war irgendwie die nach... Ach, das war auch der Tag, wo der Schlüssel, glaube ich, genau, wo der Star Wars Schlüssel veröffentlicht wurde. Das heißt, es wollten alle den Star Wars Schlüssel haben, plus dann die Tinkerbell Kollektion. Dann hat man noch gehofft auf Star Wars Ohren, die ja in Amerika gezeigt wurden. Und ach, das war ein Morgen. Und dann war... Ich habe die Tasche und den Pulli direkt bekommen, ja. Aber ich weiß, dass viele dann den Pulli wollten, dann war er weg in der Größe. Oder die Tasche, da war sie auch nicht mehr da. Und irgendwie ein, zwei Tage später war wieder alles online. Also es war wirklich ein Krampf. Aber ich finde beide Sachen wirklich sehr schön. Die Farben und dieser Korallton. Ich liebe ja Korall. Steht mir auch sehr gut und passt auch gut zu den Korallohren aus Disneyland Paris, die da hängen. Ja, meine Lieben, das war mein My Haul. Es hat sich wieder einiges angesammelt. Ich weiß auch nicht, wo das alles immer herkommt. Die Shops hauen jetzt aber auch alles raus, was geht. Vor allem, wie habe ich ja bei meinem letzten Haul schon erwähnt, Shop Disney haut alles raus, was geht, obwohl es dann jetzt gegen Ende des Monats ging. Es kamen jetzt nur noch die Ohren raus. Und kein neues Spill-Jersey zwei Tage später. Ja, stimmt, es gibt eigentlich kein Spill-Jersey diesen Monat, außer den Ink and Paint. Aber den habe ich ja schon im März bezahlt im Prinzip und gekauft. Das zählt ja gar nicht, also habe ich im Prinzip gar kein Spill-Jersey. Ein guter Wert. Naja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat, mal wieder mein My-Haul zu begutachten, was ich alles gekauft habe. Kommentiert doch mal unten, was euch am besten gefallen hat. Von den ganzen Sachen, ich weiß, euch gefällt immer ganz viel. Aber vielleicht habt ihr ein, zwei Highlights, die könnt ihr gerne mal unten kommentieren. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao!